Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Omega Rubin. Wir sind jetzt hier in... Boah, lass mich nicht lügen. Ich habe gerade keine Ahnung, wie die Stadt heißt. Warte. Ach und ja, man wechselt sofort immer hier Dings. War sonst nämlich auch nicht. Man war immer... man konnte immer durchgehen. Blütenburg City. Aber jetzt ist es so, als würden wir irgendwo in den Wald gehen oder in eine Höhle oder sonstiges. Also die Routen sind jetzt immer extra abgeschnitten. Ne? Damit ihr Bescheid wisst. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. Bevor du einen Pokéball wirfst, solltest du das Pokémon immer erst schwächen. Wenn es zum Beispiel vergiftet ist, Verbrennung erleidet oder schläft, kann es noch leichter gefangen werden. Ja, so als erfahrener Trainer wissen wir das natürlich. Route 104 und Blütenburg City. Wollen wir die Schilder immer lesen? Ja, ne, wir lesen am besten mal die Schilder immer. Oh, nein, ich bin kein Trainer. Aber wenn sich die Blicke von zwei Trainern treffen, fliegen augenblicklich die Fetzen. Deshalb solltest du den Blick anderer Trainer besser ausweichen, wenn du nicht kämpfen willst. Ja, oh, da ist ein Winkel. Schleichen, schleichen, oh. Komm schon. Okay, dann halt nicht. Laufen wir halt normal weiter. Wollen wir erst gegen den... Alter, die Angler sehen ja mal cool aus. Alter, die sehen ja auch richtig fett aus. Okay, der will anscheinend nicht kämpfen. Das Meer, was? Ich würde zu gerne wissen, wie es auf dem Meeresgrund aussieht. Da ist ein Schatten. Ich gehe mal so rum. Aber der ist neu, da der da steht. So, ich gehe mal hier schnell Schleiche, Schleiche machen. Nee, das war so schnell. Hallo, Wingull. Hallo. Bist du Pekko? Okay. Nee, der hat zwar kein Pekko, oder? Ah, mein kleiner Pekko ist heute mal wieder besonders gut gelaunt. Doch, das ist Pekko. Ich dachte, die sind drinne. Aber hier drinne scheint keiner zu sein. Aber hier drinne sieht es richtig cool aus. Also, mir gefällt halt so der Japano-Style hier. Gut, und was sagst du Unschönes? In dieser Hütte lebt Mr. Brack. Er war einst ein stolzer Seemann, der jedem Unwetter trotzte und nie Angst vor dem Meer hatte. Naja. So, dann wollen wir mal gegen den Typen hier jetzt. Gut, hier so. Also, da wusste ich auf jeden Fall, dass er kämpfen will. Spuren im Sand zu hinterlassen ist total lustig. Ja, ist ein Teenager. Wetten? Ja. Können auch noch Teenager sagen. Sarah Murzel. Ach, sie ist genau. Wir wollten ja noch unser Wowie bisschen trainieren. Wir hatten ja jetzt Gag Arbor, also Badass ist schon auf 12, oder? Nee, hatten wir nicht. Gar nicht. Oh, Pfund. Los. Geduld. Uiuiui. Ui, ui. Ach, genau. Ich vergesse sogar gerade, dass ich ja was Schönes runtergeladen habe. Ja, ja, du staust deine Energie und tut mir leid, aber das wird so nichts. Nächstes Mal vielleicht. Müssen gleich nochmal zum Pokémon Center. Achso, ja, wir machen erstmal bis Level 12. Das Gag aber. Ne? Also Badass. Und dann trainieren wir unser Wowie. Und ich habe jetzt keine Ahnung, welches Level das Pokémon ist, was ich gleich abholen werde. Also die meisten, die natürlich das Spiel spielen, wissen es auf jeden Fall. Die anderen, die es aber nicht wissen, möchte ich jetzt nicht die Überraschung verderben. Auf jeden Fall, wir holen uns gleich noch ein Pokémon ab. Das dürfte wehtun. Ja, nicht allzu sehr, aber hat trotzdem wehgetan. Dann können wir auch gleich noch unsere Pokémon heilen, auch wenn die jetzt nicht so viel abbekommen haben. Aber ich habe das Gefühl, dass die Pokémon hier ein wenig detaillierter von hinten aussehen. Hatte irgendwie das Gefühl... Das ist in XY nicht so war. Meine Schuhe sind voller Sand. Das ist ziemlich unangenehm. Ja, normal würde ich sagen. So. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück. Nach Blütenburg City. Ich habe mir den Namen gemerkt. Nein, habe ich natürlich nicht. Also schon, aber nur weil wir ja vorne nochmal nachgeguckt haben. Blütenburg City. Wo Menschen Hand in Hand mit der Natur gehen. Alter, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das ist ja mal richtig geil. Richtig, sorry, aber geil. Ich weiß nicht, also geil ist ja wohl ein normales Wörtchen. Das darf ich wohl sagen, oder? Andere meinen, es ist ja ein bisschen vulgär und so, aber finde ich jetzt nicht. So, einen schönen guten Abend. Du musst Doki sein. Ich habe ein Geschenk für dich erhalten. Hier, bitteschön. Und schon haben wir das Tunhill. Tunhill werden wir natürlich auch ins Story-Team nehmen. Komm bald wieder. Was dann so mittelgroß wird. So, wir schauen mal eben, welches Level es ist. Auch nur 5. Okay. Also müssen wir das gleich mit trainieren. Es ist ein Shiny Tunnel.
dass das Item Metacrosnit hat. Und es scheint wohl ein blödes Wesen zu haben. Ja, locker. Gut, die Initiative ist eh nicht so hoch von dem Metacross. Allerdings von... Also ich hätte jetzt natürlich es resetten können und so, aber... Und es hat die OT treu. Also ist es nicht meins, es ist die OT treu. Aber wenn ihr die Demo gespielt habt, siehst du, das habe ich sogar vergessen. Aber erst das eine Thema, wenn ihr die Demo gespielt habt, dann... er hat ja schon Andeutungen gemacht, dass ihr eventuell... sein Metacross bekommt. Und er hatte ja schon einen Metacross und er sagte, ja, eines Tages könnte es vielleicht sogar dir gehören oder so, sowas in der Art. Und ja, das ist halt... Oh, man sieht sogar den Jubel. Ah, man sieht jetzt krass, man sieht jetzt die ganzen verschiedenen Bälle. Habt ihr das gerade gesehen? Oh, Hype! Und ja, so, was ich noch sagen wollte, ich habe jetzt vergessen, in, ja, die ganzen Sachen von der Oras-Demo rüber zu holen. Aber das ist jetzt nicht weiter wild, denke ich. Und ja, wir hatten jetzt alle angesprochen, außer den kleinen Knirps hier noch. Meine Pokémon ist völlig erschöpft. Hätte ich doch nur einen Trank mitgebracht. Willst du ihm einen Trank geben? Okay, mal gucken. Also das ist neu. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich es mache. Ich gebe es ihm einfach mal. Was? Ist er etwa für mich? Vielen Dank, das ist total nett von dir. So, Trank überreicht. Und was passiert jetzt? Danke nochmal. Mein Pokémon ist wieder topfit. Das war total nett von dir. Nichts weiter passiert. Danke nochmal. Ja, ja, okay. Das ist ja... Okay. Trank ist jetzt nicht unbedingt irgendwas, was so viel kostet. Daher vertrage ich das einfach mal. Aber dass nichts weiter passiert, vertrage ich irgendwie nicht. Und deswegen werde ich, denke ich mal, auch anderen Leuten, die jetzt was von mir haben wollen, nichts geben. Außer, ja gut, außer es ist halt ein Trank, also dann pfeife ich drauf. Wahrscheinlich gibt es hier nachher wieder eine schöne Methode, schnell Geld zu machen. Ja, hier ändert sich gleich die Kamera, aber ich werde erstmal quatschen. Nachdem ich immer wieder derselben Pokémon-Art begegnet bin, ist die Suchfunktion meines Pokédex-Navis präziser geworden und ich habe öfter seltenere Pokémon getroffen. Ah, okay. Okay, so, hier ist ein Schnösel. Den kennen wir ja natürlich noch. Und, boah, ja gut, Badass haben wir gesagt, Level 12 erst und dann die anderen beiden. Haben wir schon mal drei Pokémon, die wir halt ja aktiv benutzen. Wir bräuchten dann noch ein Flug-Pokémon und die Frage ist, was wir da nehmen. Normalerweise hätte ich jetzt Schwalbini genommen, wobei ich aber Schwalbini ja auch am Anfang fangen würde und bisher ist halt ein bisschen schlecht. Also ich habe keinen Bock mehr, vier Pokémon gleichzeitig zu trainieren. Dafür bräuchten wir schon den EP-Teiler und den haben wir ja noch nicht. Also nach und nach werden die anderen ja eh trainiert, aber... So. Uiuiui, 10 HP. Ah, okay, Volltreffer. Oh, oh, da kommt ein Nisa. Oh, Entschuldigung. Ich konnte jetzt gerade nicht so schnell muten. So. Ja, ja, er und sein Heuler. Top Genesung. Ah, okay. Ja, stimmt. Mhm. Gut, dann die gleiche Sache nochmal von vorne. Ist ja nicht so, dass ich nicht genug AP hätte, ne? Und ja, so habe ich halt nochmal eine extra Runde, um mich ein bisschen aufzufrischen. Und gleich nochmal. Ach, ist das schön. So, zwei Angriffe noch, dann sollte ich das geschafft haben hier. Ja. Routenschlag, okay. Jetzt will er es wohl wissen, aber naja, ich würde sagen, das hat sich eh erledigt. Machen wir hier noch einen Rucksack-Keep. Und dann war es das auch schon mit dem Schnösel. Top-Genesung, also das ist schon... Ja, wie viel kriege ich jetzt von dir? 960. Oh, waren das damals nicht irgendwie 7200, was wir von einem Schnösel bekommen haben? Mit Geld kann man vieles kaufen, aber ein Sieg gehört nur ganz selten dazu. Sieger erkaufen. Na okay. Ich weiß ja nicht. So, Blütenburgwald. Oh yeah, das sieht jetzt schon richtig geil aus. Alleine jetzt hier der Stamm da, der da halb Ruf liegt da. So, lesen wir erstmal Schild. Tipps für Trainer. Jedes Pokémon, das am Kampf teilnimmt, erhält Erfahrungspunkte, auch wenn es nur kurz dabei ist. Setze daher einer deiner schwachen Pokémon an die Spitze der Liste. Wechselst du es sofort nach Kampfbeginn aus, nimmt es keinen Schaden und erhält trotzdem Erfahrungspunkte.
Das ist doch mal ein sehr hilfreicher Tipp. Oh, was haben wir denn da? Ich muss jetzt aufpassen, dass ich Schiebepad nicht zu doll bewege. Da neige ich ja gerne mal zu. Ich weiß auch nicht warum. Ein Panikon. Okay, das dürfte ja doch einiges an Erfahrung geben. Level 6 ist es. Interessiert mich eigentlich so gar nicht, was es jetzt für Attacken hat. Ah, jetzt setzt das E-Härtner ein. Mit Absorber werde ich dabei wahrscheinlich nicht viel reißen können. Ich werde es aber gleich trotzdem mal nach dem zweiten Fund ausprobieren. Weil dann wird es halt ein zweites Mal Härtner einsetzen. Dann wird es noch länger dauern. Und ja, schauen wir mal. Also normalerweise dürfte es nicht so effektiv sein, aber vielleicht hat ich ja doch ein bisschen mehr Glück bei Step und so. Und nö. Zieht nicht viel ab. Können wir eigentlich weiter auch Fund oder Rucksack-Keep spammen? Ach, Pfund habe ich ein bisschen mehr. Mache ich mal ein bisschen Pfund. So einmal denke ich noch und dann sollten wir das gepackt haben. Und zack. Da haben wir es. Uiuiuiui. So, da haben wir Level 12. Und jetzt kann ich auch die anderen Pokémon trainieren. Und ich bin ja sehr geneigt, erstmal das Tunnel zu trainieren. Sorry für diejenigen, die jetzt schon ein Fan von WoW geworden sind, auch wenn ich es noch nie benutzt habe. So, okay, Käfersammler. Was geht? Lass uns mal ein bisschen hier. Nun, so. Ich habe eine Menge Pokémon gefangen. Bühne frei. Hier kommen meine Käfer-Pokémon. Düm, 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 düm. Oh yeah. Käfersammler Deadwing. Und normalerweise hat er denn nicht 6 Mompel? Oder so? Glitzer, Glitzer. So, dann machen wir hier mal... haben beide keine hundertprozentige... clever Chance. Oh, warte mal, Zahnkopfschuss muss ich da nicht, eine Runde aussetzen? Weiß ich gar nicht mehr. Nee, muss ich nicht, okay. So, das wär's mit Wombeln. Aber es gibt ja jetzt auch nicht so viel Erfahrung. 90. Ah, genau, weil speziell halt, Tunnel ist ja nicht mein eigenes Pokémon. Er hat ja die ID von Troy. Und daher bekommt es halt ein bisschen mehr Erfahrung. Ich guck mal, wie viel Eisenschädel abzieht. Bam, in your face. Zieht eigentlich genauso viel ab. So, weil es einen Stahltypen hat, sind wir hier eigentlich ziemlich gut bedient. Weil halt nicht so viel gegen Stahl effektiv ist. Also normale Attacken prallen sozusagen eigentlich an Tunnel ab. Und da ist Tunnel schon mal Level 6. Und da kommt noch ein Wampel. Bleiben natürlich mit Tunnel drin. Und spammen wir hier ein bisschen weiter Eisenschädel. Ui. Also Eisenschädel. Blöd ist halt, dass Eisenschädel nicht so stark... Also was heißt so stark? Es ist schon verdammt stark, Eisenschädel. Aber Eisenschädel hat halt keine hundertprozentige Genauigkeit. Sprich, dass Eisenschädel auch gerne hin und wieder mal daneben geht. Oh, ich hätte jetzt echt damit gerechnet, dass du noch Level 7 wirst. Ich habe all diese Pokémon, aber trotzdem konnte ich nicht gewinnen. Ja, du tust mir jetzt leid. So, dann machen wir einmal hier. Paraheiler. Okay. So. Und werden wir nicht so viel... wo auch immer. Ich kann die Kamera ja nicht drehen. So, Forscher, was geht? Lass mal ein bisschen quatschen und so. Hm, Fehlanzeige. Hallo. Hast du hier in der Gegend zufällig irgendwo ein Knilz gesehen? Ich liebe dieses Pokémon. Okay, den hätten sie etwas individueller gestalten können. Der sieht echt so ein bisschen Mainstream aus. Ich wollte dich eigentlich aus dem Internet eingreifen, aber du trödelst mir hier im Blütenburgwald zu lang herum. Die Warterei hat mich ganz krank gemacht, deshalb knöpfe ich mir dich jetzt einfach direkt vor. Du bist ein Vorsteller der Devon Corporation, stimmt's? Dann hast du wichtige Dokumente, die wir brauchen. Rück sie raus, und zwar schnell. Ja, so. Hilfe! Bist du ein Pokémon-Trainer? Dann musst du mir helfen, bitte. Nanu, was hast du vor? Willst du diesem Forscher etwa Deckung geben? Wer sich Team Magma in den Weg stellt, kann keine Rücksicht erwarten, egal ob Kind oder Erwachsener. Ich werde keine Gnade zeigen. Also los, lass uns kämpfen.
Oh, die posen immer, die ganzen posen immer. Oh yeah. Hausgewirrung Team Magma Rübel. Verfehlen. Und ich hab hier Tunnel. Jetzt wäre natürlich cool gewesen, so WoW gegen WoW, aber seins ist stärker, definitiv stärker. Ja, 10 Kopfstoß wird nichts bringen, weil Unlicht und so. Ja, oder? Ja, dann booste dich mal ein bisschen. Und ich hau dich mal währenddessen weg. Oh, das hat schon doll wehgetan, ne? Würde ich sagen. Tackle, dürfte jetzt 3? Ja, 3. Bin ich gut beim Berechnen. 3 HP als abgezogen. Hunden mehr 62. Das dürfte aber jetzt locker Level 8 werden. Oder auch nicht. Krass, wie viel Erfahrung braucht es denn? Du bist ja richtig stark. Aber natürlich. Pah, wie kannst du es wagen, dich mit Team Magma anzulegen? Diese Schmach kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Aber mein Pokémon sind allesamt außer Gefecht. Eine Revanche steht somit außer Frage. Nun gut, ich bin ohnehin unterwegs nach Mitteros City. Wir haben dort nämlich eine Mission zu erfüllen. Du kannst von Glück reden, denn auf diese Weise kommst du nochmal mit einer Verwarnung davon. Und meine Stimme versagt jetzt gerade langsam. Puh, das war gerade mehr als Clap. Ohne dich wären diese wichtigen Dokumente in die falschen Hände geraten. Weißt du was? Ich schenke dir was. Hier, als kleines Dankeschön. Und da habe ich auch schon den EP-Teiler. Der EP-Teiler ist ein uralt nützlicher Apparat. Ich musste mein gesamtes Gehirnschmalz anstrengen, um diese Wundermaschine zu entwickeln. Wenn du den EP-Teiler einschaltest, erhalten nach einem gewonnenen Kampf alle Pokémon in deinem Team Erfahrungspunkte, selbst wenn sie nicht am Kampfgeschehen teilgenommen haben. Probier ihn unbedingt mal aus. Und ich habe noch ein technisches Wunder für dich parat. Ich heile jetzt nämlich dein Team. Schwuppdiwupp. So, und ich sollte vielleicht die Texte ein bisschen langsamer reden, denn verholper ich mich nicht so ständig. Aber einen Augenblick. Sag mal, meint dieser Chef von Team Magma nicht, er sei auf dem Weg nach Mitteros City? Oh nein, das ist ein riesiges Problem. Ich darf keine Zeit verlieren. Okay. So, ich weiß nicht, ob er automatisch jetzt an ist. Ich weiß es jetzt gerade echt nicht. Ja, er ist automatisch an. Okay. Hab letztes Mal auch nachgeguckt, aber egal. Egal. Oh, da ist einer. Und wer du? Hey du, geht es deinem Pokémon gut? Wenn deine Pokémon schwach sind und du Kämpfe vermeiden willst, machst du besser einen großen Bogen um Hohlgras. Um Hohlgras, ja. Ja, geh mal weg da. Ich muss mal hier schleichen. Na, gehst du weg? Oh, dann mache ich das halt so. Ja, jetzt gehst du weg. Toll. Ja, ja, ich bin gleich da. Das ist ein Schatten. Das heißt, also wenn es Schatten ist, heißt es, ich hab's noch nicht gesehen, oder? Denke ich. Mal gucken. Ich werde auf Knilz. Und es ist ein Bummelt. Quatsch. Ja, doch, Bummelt. Ach ja, ach ja. So. Jetzt kriegen die anderen nämlich auch EP. Dann brauche ich hier halt nicht ständig andere Pokémon nach vorne packen. Wobei das halt, ja, normalerweise haben wir es damals halt auch so gemacht. Wäre vielleicht besser, aber ich möchte halt nicht auch unbedingt immer sinnlos grinden, wenn ich das jetzt so einfacher haben kann. Sprich, wenn wir irgendwelchen Orden machen wollen oder so und ich da halt noch nicht mit einigen Pokémon stark genug bin. Oh. Ups, bin ich aufs Versehen auf Pokédex gekommen. Höhen Pokédex. Gefangen 4, gesehen 13. Ah ja. Und dann kommt man hier rauf. Oh, das ist das alte Pokédex, was ich so liebe. Einfach, wo man hier nach unten geht. Ah, und oben im Screen sieht man die ganzen Pokémon. Ist ja... Alter, ist ja richtig. Wow. Wow, und was kann ich da, wenn ich darauf tippe? Aha, dann sehe ich sie so. Und dann sehe ich auch, wie groß sie sind. Oder was? Wie geil ist das denn? Bingul. Fliegt so hoch. Okay, Schwalbini da unten. Samolzol auch. Panikon ist schon etwas größer. Papinella auch. Papinella, ja, ja, ja. Sieht doch gut aus. Da sieht man halt die Größe von den ganzen Pokémon. Das gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Und ich würde sagen, wir machen jetzt noch den Käfersammler hier. Yo. Ich meine genau dich. Wenn man ein Käfer-Pokémon mit in die Schule bringt, ist man bei den anderen doch sicher gleich beliebt, oder? Kommt drauf an. Ninkara. Das sieht so grau aus. Muss das sein?
Das sieht echt ein bisschen farblos aus. So, hier haben wir mal wieder Sandkopfstoß, Blutsauger. Das dürfte... Nee, ist normal, genau. Normal, weil ich halt auch Psycho... Bin ich schon Psycho? Ich weiß es gar nicht. Zurückhaltung. Ich muss mal gleich gucken, was das für eine Attacke ist. Die sagt mir nämlich gerade so nichts. So, und jetzt... Bam. Supi. 135. Und die anderen kriegen auch was. Wenn ich dauernd verliere, wird es natürlich nichts mit dem beliebt werden. Ja. Ja, kann man so sagen. So, ich stelle mich jetzt hier einfach mal genau hier mitten auf dem Weg. Und ich würde sagen, liebe Leute, wir machen erstmal eine kleine Pause und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.